Ja moin, liebe Leute. Willkommen auf der Svensson Werft und bei Radio Methorn. Ich führe euch mal jetzt ein bisschen rum durch die Svensson Werft. Hier sehen wir den berühmt-berüchtigten T-Barsch. Ja, der wurde gefangen, als zwei Flensburger Fischer nach vier Pullen Korn vom Kurs abgekommen sind und im Golfstrom gelandet sind. Den fängt man nur im Golfstrom. Die sind heil nach Hause gekommen und ich habe den dann hier so ausgestopft, dass man so werft. Dann haben wir hier eine Wanderdüne, giftert bloß in Norddeutschland. Von der Wanderdüne ab gehen wir direkt mit einem Schwenk rüber zu einer Ostseebohrmuschel mit Kompressor. Ostseemuscheln sind ein bisschen moderner wie die in der Nordsee. Dafür sind sie dann nicht so international. Dieses Stück steht auch in der Svensson Werft. Und ist eine gelungene Rekonstruktion. Dann geben wir zu einem Tierschutzschiff einen sogenannten Robben-Wellness-Kutter. Man soll diese Tiere nicht wegen ihrem Fell immer abschlachten. Ich dachte, wir machen auch mal einen, wo sie sich erholen können. Das gibt es bloß in Flensburg auf der Svensson Werft. Hier kommt das Prankstück, das Prachtstück der Svensson Werft. Das Pommesjagdboot. Das Pommesjagdboot Sticker 1. Wohlgefolgt. Hier ist die Pommesjagdkanone. Mich hat einer gefragt, warum gibt es denn, es gibt doch gar keine Pommes, die man fangen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, es gibt doch Salzkartoffeln und es gibt Seegurken, also gibt es auch ein Pommesjagdboot. Und hier kann man das sehen. Da vorne kommen die Pommes rein in die Laufschiene. Dann geht es oben durch das gesamte Schiff durch. Hier am Schornstein vorbei. An den Rettungsinseln vorbei. Unten durch am Heck und dann geht es erstmal an dem Schild vorbei. Ja, Potato Shipping. Oder hier ist dann der Imbiss mit den fertigen Pommes. So wisst ihr das nämlich auch. Das hier ist eine Notwendigkeit für jeden Schipper. Dreh dein Seewasserventil zu, bevor dir das Wasser bis zum Hals steht. Ja, dann kommt jetzt meine Bildergalerie dazu. Die Bildergalerie der Svensson Werft ist auch einmalig. Es gibt immer wieder was zu sehen auf der Svensson Werft. Und es wird immer wieder was Neues gebaut. Ja, ja, ja. Fahrwassertonnen aus Heizungsventilen und Weingläsern. Best of. Hier steht die Säge.
So. Und Neubauten. Das ist ein kleiner Rundgang durch die Svenssonwerf gewesen. Wir verabschieden uns wieder bei Radio Maidhorn. Und kommen bald wieder. Versprochen. Tschüss.